keine Messe vor Ort in Dortmund. Das heißt aber nicht, dass es keine Kommunikation in der Tabakwarenbranche gibt. Im 16. Smokers News Messeschaufenster treffen wir heute zu Informationsgesprächen und zu Produktinnovationen das Haus Hermann Hauser GmbH. Und die sind vertreten durch Anja Wunderer und durch Carsten Banse. Herzlich willkommen jetzt bei. Hallo. Hallo Peter, vielen Dank für die Möglichkeit. So, ja, wie hat die Hermann Hauser GmbH denn die ersten 9 Monate des Jahres überstanden? Wir haben über diverse Aktionen und neue Produkte von euch stets berichtet. Da wollen wir ja auch noch anschließend explizit darauf eingehen. Doch die Frage lautet, wie kommt man durch so eine Delle, die uns die Pandemie auferlegt hat? Ja, die Pandemie macht es uns natürlich alle ein bisschen schwer. Betrifft natürlich nicht nur uns, sondern alle, die irgendwo im Handel zu tun haben. Gerade jetzt aus meiner Sicht, aus der Einkaufssicht, wahnsinnig schwierig, die Kommunikation auch ein bisschen aufrechtzuerhalten mit allen Lieferanten. Man ist angewiesen auf Meetings, online, per Zoom, viel telefonisch, viel E-Mail, Schriftverkehr, aber uns fehlen natürlich alle die Messen. Ob das jetzt Messen sind, wo wir verkaufen oder auch aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal, unsere Einkaufsmessen. Es ist wahnsinnig schwierig. Man nimmt natürlich immer gerne Produkte in die Hand und möchte sie sich anschauen. Jetzt sind wir eben darauf angewiesen, dass Lieferanten uns Muster zukommen lassen, Muster schicken, dass wir eben auch die Ware begutachten können, die wir dann irgendwann mal hoffentlich einkaufen wollen. Genau. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Das heißt, aus meiner Sicht gab es ja vielfach Lieferengpässe und Unterbrechungen in der Lieferkette. Für viele Unternehmen ein richtig großes Problem. Wie habt ihr das gemeistert? Also zum einen unsere Sicht ist ja immer, wir wollen natürlich immer Lieferfähigkeit gewährleisten. Daher konnten wir auch so ein bisschen aus den Vollen noch schöpfen von unseren zu Beginn der Pandemie, sage ich jetzt mal, aus unseren hohen Lagerbeständen und hatten da noch Glück. Aber natürlich trifft es uns das jetzt auch mit den Lieferengpässen, egal ob das jetzt die Containerverschiffung ist, die ja wahnsinnig schwierig geworden ist, oder auch eben Stillstand, Produktion in Asien ist lange nichts produziert worden, nicht nur in Asien, auch in anderen Ländern, auch bei anderen Lieferanten lange Zeit nichts produziert worden, Materialknappheit, Lieferschwierigkeiten. Damit haben wir, glaube ich, alle gerade zu kämpfen. Gut, Peter, lass mich vielleicht mal kurz dazu sagen, es hat natürlich die Pandemie hat dazu beigetragen, dass sowohl der Produktmix als auch natürlich die Kanäle, über die die Produkte nachgefragt worden sind, sich verändert hat. Es sind Produkte nachgefragt worden, die so in der Vergangenheit auch in der Menge nicht nachgefragt worden sind, weil viele dann auch im Online gesehen haben, in Online-Shops, was überhaupt alles am Markt verfügbar ist, ja, was man vielleicht so in der täglichen Präsenz in den stationären Tabakwarengeschäften weniger sieht. Da sind verstärkt Produkte auch in einer höheren Menge nachgefragt worden, als man es sonst gewohnt ist. Teilweise hat sich auch der Markt, ja, ich möchte es mal so nennen, künstlich verengt, weil natürlich nicht nur bei uns Produkte nachgefragt worden sind, sondern auch bei unseren Mitbewerbern. Und dann konnten die die Nachfrage nicht bedienen. Dann ist man dann zu uns gekommen. Teilweise mussten wir sogar Produkte kontingentieren, weil es da immer so unser Ziel war, auch unseren Bestandskunden eine möglichst hohe Lieferfähigkeit zu gewährleisten, aber sind dann, wie gesagt, an einigen Stellen auch so weit gekommen, dass wir teilweise unsere Produkte kontingentieren mussten. Das größte Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass nicht nur die Menge, die wir angefragt haben, die wir brauchen, um unsere Kunden zu versorgen, dass nicht nur die Menge uns so nicht zur Verfügung steht, sondern wenn sie dann irgendwann mal kommt, ja, wie ich schon gesagt habe oder wie es schon lautet, dann kommt es irgendwann mal auch so. Also auch die Termine haben sich dann oftmals verschoben. Wir haben keine Antwort bekommen. Wann kommt es denn? Also diese ganzen Probleme in der Lieferkette, wie es ja auch jeder anderen Branche auch bekannt ist, darunter haben wir gelitten, leiden wir immer noch. Und ja, wie viele Experten es ja auch so sehen, wird das auch noch ein bisschen anhalten. Es hieß natürlich die ganze Zeit, dass man kommunikativ mit dem Handel in Kontakt bleiben muss, der Handel dann letztendlich wieder zum Endverbraucher einfach gute Stimmung schaffen muss. Aber was ich so raushöre, habt ihr das ganz gut gemeistert. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Produkten. Der Drucker Werde. Welches Konzept steht hinter dieser Produktlinie? Das ist ja nicht nur ein Produkt, das ist eine ganze Linie, die ihr da geschaffen habt. Innovativ, Hermann Hauser GmbH. Genau. Also ich habe hier auch mal ein bisschen was zusammengestellt. Ich hoffe, man kann es etwas erkennen. Tortuga Verde, unsere kleine
feine Marke aktuell noch, mit einfach den Gedanken der Nachhaltigkeit. Viele Verbraucher, egal in welchem Bereich das sind, achten immer mehr darauf, Artikel zu kaufen, die in irgendeiner Art und Weise besser sind für unsere Umwelt. Und genau das wollten wir mit Tortuga Verde ansprechen. Wir sind eigentlich ganz stolz drauf auf die Produkte, die wir aktuell schon führen. Wichtig bei Tortuga Verde ist uns einfach, dass es ein bestimmte Kriterien erfüllt, die einfach den Artikel etwas besser für die Umwelt machen. Zum Beispiel eine plastikfreie Verpackung, da achten wir eigentlich bei jedem Artikel drauf. Möglichst nahe oder kurze Lieferketten, sage ich jetzt mal. Produktion in Europa zum großen Teil, wo es möglich ist. Genau, eines dieser Kriterien sollte ein Tortuga Verde Artikel auf jeden Fall haben. Und da kristallisiert sich jetzt auch gerade der Balsaholzfilter. Ich habe ihn jetzt mal hier für die Pfeife raus. Den haben wir jetzt mittlerweile in zweierlei Varianten, einmal als 9mm und einmal als 6mm Filter. Das ist gerade ein Artikel, der neben den Drehertaschen sehr gefragt ist. Für viele. Carsten, was sagen die Händler dazu? Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Sache, weil unsere Außendienstmitarbeiter müssen natürlich jetzt den Kunden darüber so mal informieren, was sich hinter der Marke Tortuga Verde verbirgt, was wir damit verfolgen wollen. Wir wollen unsere Kunden von dieser Idee auch überzeugen, ja, dass das der richtige Weg ist. Klar, du kannst es dir denken, Peter, wir müssen den Spagat machen. Unser klassisches angestammtes Sortiment ist natürlich auch oftmals nicht so nachhaltig, wie man sich das wünschen würde und so wie man das als Verantwortlicher im Vertrieb oder auch in den Entscheidungsebenen haben möchte. Ja, also wir kaufen natürlich auch noch Produkte, die nicht so nachhaltig sind. Aber ich denke mal, dass wir mit Tortuga Verde da den richtigen Schritt in die richtige Richtung machen für mehr Nachhaltigkeit. Wir machen da nicht alle Produkte besser, ja, aber wir versuchen sie besser zu machen. Und ich denke mal, das ist der richtige Schritt. Und das muss jetzt die Mannschaft so, also die Außendienstmannschaft bei Firma Hauser, so zu dem Kunden bringen, ihn davon zu überzeugen und dafür natürlich auch gewinnen. Ja, bleiben wir bei den innovativen Produkten. Ihr seid auf der einen Seite jetzt mit Tortuga Verde da richtig in eine neue Linie gestartet. Aber es gibt ja auch noch Tabakzigaretten. Und da seid ihr ja einer der wenigen, die zurzeit überhaupt die Tabakzigaretten noch promotet. Und jetzt habe ich in der letzten Woche ja eine Info von euch bekommen, die King Tabakzigarette, die hat sich auch nochmal neu aufgestellt. Da gibt es aber auch Innovationen. Also auch Tabakzigaretten gibt es noch Innovationen. Aber das erklärt ihr mir jetzt. Ja, also ist vollkommen richtig. Ja, gut, ich sag mal, man möchte ja vermuten, das ist sicherlich auch gewissen Perspektiven geschuldet. Viele kehren sich so ein bisschen ab vom klassischen Tabakwarengeschäft. Wir in Zusammenarbeit mit KTI sind davon überzeugt, dass wir da immer noch gute Produkte an dem Markt launchen können, dass wir das immer noch gut am Markt auch so etablieren können. Wir arbeiten jetzt mit King Tobacco International seit 2,5 Jahren sehr erfolgreich zusammen. Wir haben eine gute, professionelle, zuverlässige partnerschaftliche Zusammenarbeit, so wie man sich das menschlich vorstellt, wenn man so eine Kooperation eingeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist uns in 2,5 Jahren gelungen, mit der Marke King in dem klassischen Format 85 mm Red and Blue, als auch mit der Corsette, der Super Slim Zigarette, die in einem sehr fashionorientierten Shell Pack daherkommt, zwei Marken zu etablieren. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern im stationären klassischen Tabakwaren Einzelhandel haben wir da eine internationale Marke etablieren können. Die steht für Innovation und Internationalität, aber auch mit dem Gedanken Value for Money, dass nämlich für gutes Geld es gute Qualität gibt. Ja. Und jetzt jüngst kommen wir mit einem Produkt, und das dafür steht dann halt auch dieser Markenwert Innovation, kommen wir mit einem Produkt, das es so eigentlich an dem Markt nicht gibt. Klar, das ist jetzt keine super neue Erfindung, aber es ist eine Nische, die wir damit abdecken, nämlich dass wir mit einer sogenannten Value Pack kommen, auch wieder unter der Marke King Red und King Blue in den klassischen Tabakmischungen. Und da sind 22 Stück Zigaretten drin in dieser Value Pack für 5,70 Euro. Und es ist, wie gesagt, ein 100mm Format. In der Kombination, klar, gibt es auch schon andere 100mm Zigaretten, aber in der Kombination, in der Preisstellung, als auch diese Internationalität der Marke und dass es dieses Produkt nur im stationären Tabakwarenhandel gibt, ist das, glaube ich, eine gute Alternative für unsere Einzelhändler, preissensiblen Kunden eine 100mm Zigarette anzubieten. Und aktuell führen das unsere Mitarbeiter ein.
Wir werden unterstützt im Marketing durch entsprechend aufmerksamkeitsstarkes POSM und andere Aktivitäten. Das genau. Seid ihr auch bundesweit mit distribuiert mittlerweile, ne? Ihr habt ja mal einfach so Nordrhein-Westfalen angefangen. Ich war ja bei eurer Eröffnung dazu und dann hat sich das aber sukzessive dann auf die Bundesländer weiter ausgeweitet. Also danke, dass du da nochmal nachfragst, Peter. Das ist vollkommen richtig. Wir haben uns damals in den Fokusmarkt auf Nordrhein-Westfalen konzentriert, weil wir da den dichtesten, preissensiblen Zigarettenmarkt haben. Da haben wir uns eigentlich damals darauf fokussiert, haben aber nichtsdestotrotz parallel auch das in den anderen Bundesländern eingeführt, dann aber nicht so fokussiert und haben dann das dann eigentlich so in die anderen Bundesländer dann auch ausgeweitet. Das war eigentlich eine sehr erfolgreiche Vorgehensweise. Wir sind in der Zwischenzeit haben wir dann auch dann die Distribution im Tabakwaren Großhandel sichergestellt. Also wir sind ja zwar hier der Generaldistributeur, Exklusivdistributeur in Deutschland, haben aber in der Zusammenarbeit mit unseren Tabakwaren Großhändlern, den Partnern im Tabakwaren Großhandel eine flächendeckende bundesweite Versorgung und Distribution sichergestellt. Also mit allen namhaften Tabakwaren Großhändlern sind unsere Produkte gelistet. Ja, von einer King zu einer Queen. Da haben wir die Voodoo. Voodoo ist ein ganz neues Produkt bei euch auch. Da gibt es auch ein komplettes Produktsortiment, wie ich mittlerweile ja berichten durfte und sehen durfte. Top-Qualitäten. Ja, was ist das Voodoo? Das hört sich ja richtig, das hört sich richtig romantisch. Nein, richtig romantisch. Das hört schon ein bisschen feurig an, oder? Ja, also unsere Marke Voodoo soll ein bisschen den Head- und Hanfshop-Bereich mit unterstützen. Es sind Produkte fürs alternative Rauchen, so sagen wir mal dazu. Die unter anderem im Sortiment haben wir mittlerweile eine richtig schöne Bong-Serie in allen möglichen Größen und Varianten da. Verschiedene Grinder und auch Wagen unter anderem. Wir versuchen halt mit der Marke Voodoo etwas auch in den kreativeren Bereich reinzugehen. Zum anderen, wenn man sich zum Beispiel unsere Wagen anschaut, das ist dann keine 0815-Waage, sondern eine Waage, die zum Beispiel aussieht wie eine Computermaus oder eine Waage, die aussieht wie ein Aschenbecher. Oder auch, wenn ich jetzt mal kurz in die Kamera halten darf, ein Speckstein-Grinder kennt man eigentlich auch. Schon ja, lange Speckstein, ja. Das Material, aber gab es jetzt auf dem Markt lange nicht mehr. Ist ein wunderbarer Handschmeichler in dem Sinne und einfach eine einfache Art des Grindens. Aber nicht nur die einfachen Grinder haben wir dabei, sondern auch zum Beispiel einen hochwertigen Aluminium-Grinder. Hier auch schön mit unserem Markenlogo schön oben drauf. Mit einer neuen Art von Mahlwerk, das einfach nicht mit diesen Zähnchen, mit den normalen funktioniert, sondern eine Art, wir sagen dazu, Turbinenmahlwerk ist, der das Kraut einfach mal ein bisschen gröber lässt. Das ist dann einfach eine Vorliebenssache. Also für jeden, wie man es möchte, ist da auf jeden Fall was mit dabei. Und was uns da vor allem wichtig ist bei der Marke Voodoo, dass einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Also eine gute Qualität zu einem guten Preis. Das hört sich gut. Peter, lass mich auch noch was dazu sagen, was ganz besonders ist. Jedenfalls haben wir uns das von unseren Partnern und Kunden sagen lassen. Das Wichtige ist, dass Bongs bei uns dann auch verpackt sind. Ja, die kommt dann in so eine Voodoo-Verpackung, im Karton wird das geliefert, um halt auch entsprechende Reklamationen, Durchbruch oder Ähnliches zu vermeiden. Ne? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Produkte mit dem Markennamen Voodoo halt in einem Pappkarton auch ausliefern, um das zu vermeiden. Aber ich möchte noch ergänzend was dazu sagen. In den letzten Wochen, beziehungsweise ja, Monaten, Jahren, muss ich ja schon fast sagen, erfahren unsere Kunden in der Warengruppe Head- und Handshop-Artikel eine zunehmende Nachfrage. Das entwickelt sich wirklich sehr, sehr positiv. Und dort sehen wir natürlich ganz klar auch mit unserem beratungsfreundlichen, beratungsintensiven Außendienst eine Möglichkeit, die Kunden davon zu überzeugen, dass das eine Warengruppe ist, in die es zu investieren gilt, ja, hinsichtlich Warenbestand, aber auch natürlich Warenkunde. Und das versucht unsere Mannschaft, unseren Partnern im Handel auch so zu vermitteln, dass da wirklich ein wachsendes Segment ist. Es ist jetzt ein Stück weit auch in aller Munde. Man kann schon fast Richtung Koalitionsverhandlungen gehen, dass da das Thema angesprochen wird. Ja, auch davon versprechen wir uns ja auch einiges, dass dort dieses Rauchen von alternativen Tabakprodukten stärker dann in den Fokus gerückt wird.
Und das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Warengruppe für den klassischen Tabakwaren-Einzelhandel. Wenn ich das richtig jetzt nachvollziehe, sind Ihre Produkte kommunikationsbedürftig. Also das heißt, euer Außendienst muss aktiv mit dem Handel sprechen. Ihr müsst die entsprechenden Marketing-Dinge vorbereiten. Also es ist nicht einfach so, dass man ein Produkt in den Markt schiebt, sondern hier geht es um Produkte, die wirklich bedürftig sind zu erklären, erklärungsbedürftig in den Markt gebracht werden. Da braucht man einen guten Außendienst, da braucht man eine gute Kommunikation nach draußen, oder? Exakt, Peter. Also wir glauben nach wie vor an die Philosophie, dass Menschen den Markt machen und nicht nur Bytes und Bits, ja, sondern auch die Menschen. Klar, jeder oder viele werden sich fragen, wozu braucht man denn in einem Online-Zeitalter, wozu braucht man da noch den stationären Handel, wozu braucht man da noch den Außendienst, der draußen unterwegs ist. Aber unsere Erfahrung ist ganz klar, wir bringen immer wieder Produkte und auch Warengruppen, die neu sind, die es so am Markt noch nicht gegeben hat. Und da ist es erforderlich, dass man unsere Partner im Einzelhandel dann über diese Produkte informiert und Warenkenntnisse auch mitteilt. Also wir gehen ja auch nicht nur hin und machen dann eine körperliche Auftragsentgegennahme, ja, sondern wir verkaufen proaktiv, beraten. Also für uns ist nicht nur der Verkauf im Vordergrund, sondern auch Beratung und der Service. Und bis jetzt haben wir damit sehr gute Geschäfte und auch zufriedene Geschäfte machen können mit unseren Partnern. Und wir glauben auch da weiterhin dran. Darauf glaube ich auch. Das werde ich auch schaffen. Aber ich habe noch eine Frage. Da gibt es noch eine Shisha-Innovation. Was ist das? Hat das mit Ski zu tun, ne? Das ist unsere Marke Schiester. Ist vielleicht eine ganz nette Geschichte nebenbei. Schiester, als wir uns Gedanken gemacht haben darum, dass wir unsere eigene Shisha-Marke bringen wollen, gab es bei uns einen Wettbewerb intern, wo jeder unserer Kollegen und Kolleginnen einen Namensvorschlag machen durfte. Und letztendlich ist es dann Skistar geworden. Uns hat die Idee sehr gefallen, eine Kombination aus Shisha und Star. Das Star soll einfach so ein bisschen dafür stehen, hochwertige Produkte, gute Produkte im Bereich Shisha zu haben. Genau. Also wir führen unter der Marke mittlerweile Wasserpfeifen. Unsere Outdoor-Wasserpfeifen für den Sommer sind sehr gut angekommen. Wir haben aber auch Zubehör, wie zum Beispiel die Kohleanzünder für die Shisha mit dabei. Und worauf wir auch sehr stolz sind, ist unser Shisha-Wasserpfeifen-Tabak, den wir jetzt seit Juni, seit Juni in den Markt einführen. Und uns dabei ist besonders wichtig, jetzt aktuell erscheinen immer wieder sehr viele Wasserpfeifen, Tabakmarken, oft mit Namen von bekannten Personen aus dem Musikbereich. Und so schnell sie da sind, sind sie manchmal aber auch leider so schnell wieder weg, werden kurz gehypt von den Shisha-Rauchern. Und wir wollten mit unserer Marke Shista, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, für den Einzelhandel eine Marke bringen, die ein bisschen beständiger ist, die da ist. Wir haben aktuell 5 Sorten Shisha-Tabak da, auf die wir noch aufbauen möchten. Und was uns auch ganz wichtig ist zu betonen, unser Shisha-Tabak wird in Deutschland hergestellt von wirklich Aromenexperten, die sich vor allem aber auch mit den deutschen Gesetzgebungen auskennt, weil mittlerweile ist ja der Shisha-Tabak auch sehr wichtig, die Reglementierung einzuhalten in Deutschland, was jetzt mittlerweile eigentlich schon immer, aber da legen wir halt auch besonderen Wert drauf, dass da alles eingehalten und gut ist. Und da haben wir einen sehr, sehr guten Partner in Deutschland, der auch tolle Aromen herstellt. Genau. Jetzt hat mir die Anja schon vieles vorweggenommen, was eigentlich so ich als Vertriebler hätte sagen können, aber das stimmt ja auch alles. Und Anja hat das Produkt, den Markennamen ja auch mitkreiert und mitentwickelt. Also insofern kann ich eigentlich nur so aus der Erfahrung der Kollegen im Außendienst sagen, dass das Produkt gut ankommt. Klar, wir müssen auch dort wieder beraten, müssen darüber informieren, müssen die Produkteigenschaften hervorheben. Wir haben mit dem Preiseinstieg, haben wir uns im unteren Ebene, im unteren Level orientiert. Wir sagen, okay, wir müssen das Produkt erstmal bekannt machen. Wir wollen damit möglichst viele Konsumenten erreichen. Aber das hat die Rechnung ist aufgegangen. Das haben wir, glaube ich, richtig gemacht. Mit einem deutschen Hersteller, mit Qualität, mit attraktiven, interessanten Aromen zu starten, zu einem guten Preis. Wir verkaufen jetzt 200 Gramm, die 200-Gramm-Dose für 14,90.
Zudem ist dann auch so ein frisches Siegel mit drauf. Also es ist nicht einfach nur reingepappt und dann trocknet es aus, sondern das ist wirklich auch qualitativ wirklich so, dass man da eine lange Freude hat und mehr als ein paar Wasserpfeifen mitdampfen kann. Ja, wenn ich das richtig jetzt reflektiere, Hermann Hauser GmbH, klassisch RBA, viele Produkte, die seit zig Jahren bei euch gibt, also über 80 Jahre, wenn ich das richtig weiß. Aber ihr seid die letzten 2 Jahre noch richtig innovativ geworden. Kamen jetzt richtig neue Dinge dazu. Alles, wie wir festgestellt haben, auch sehr erklärungsbedürftig. Aber da gehört ein richtig gutes Team dabei, die es nach draußen transportieren. Aber ich den Eindruck habe, ist der Handel da auf eurer Schiene. Ihr geht gemeinsam den Weg mit dem Handel, der ja euer Multiplikator zum Endverbraucher ist. Ja, was passiert die nächsten Monate noch? Ja, Peter, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Auch unsere Partner im Handel haben Bedarf an Beratung, haben Interesse an Innovation. Die wollen ja auch mal wieder was Neues anbieten. Das ist das andere, oder ich sag mal das, was man eigentlich im RBA-Bereich nicht mit anderen Industriefirmen vergleichen kann. Umso mehr RBA-Angebot wir schaffen, desto höher ist auch die Nachfrage. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, darüber zu informieren und zu beraten, zu sagen, was gibt es Neues. Und das ist eigentlich genau auch auf der Höhe, auf dem Verständnis der Einzelhändler. Die wollen, auch wenn man sich heute sehr transparent im Internet informieren kann, was gibt es Neues, was macht der, ist es immer noch wichtig, dass man von Angesicht zu Angesicht diese Information vermittelt und preisgibt. Und das ist, glaube ich, auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation. Wir können unsere Neuheiten, unsere Produkte anbieten. Der Handel ist daran interessiert und möchte sie auch verkaufen. Und das funktioniert gut. Und ich denke mal, auch die nächsten Jahre und Monate noch weiterhin, ja. Die nächsten Jahrzehnte, Carsten. Nein, das finde ich auch so. Gut, wir sind ja in Internet-Nachrichtenportal mit Internet-Nachrichtendiensten. Aber für mich ist auch immer entscheidend der stationäre Handel, das Gespräch vor Ort. Der Händler ist der Multiplikator, der letztendlich den Endverbraucher erreicht. Und da muss alles getan werden, dass die Stimmung gut ist. Also bitte, lass mich noch mal eins sagen. Ja, auch wenn wir so viele Innovationen hier vorstellen, klar, das ist natürlich dann auch unsere Möglichkeit, unsere neuen Warengruppen, Marken vorzustellen. Aber wir haben natürlich auch noch unser angestammtes Sortiment. Das, was uns groß gemacht hat in 80 Jahren, das waren halt eher die klassischen RBA-Produkte, wie alles rund um den Zigarrengenießer und Liebhaber und natürlich um den Pfeifenraucher. Ja, also man möchte es ja nicht glauben, aber wir haben auch einen Wahnsinnsumsatz, Absatzzuwachs bei Pfeifen. Das möchten viele nicht glauben, weil wenn man so in den Handel, in den Kundenfreundeskreis reinhorcht, ja, die Pfeife ist doch tot, wer interessiert sich noch dafür? Ja, das ist doch, wer macht das denn noch? Man sieht keinen mehr, es gibt keinen Wehner, es gibt keinen Schmidt, aber ich meine, das ist schon ganz lange her. Aber auf den Punkt gebracht, auch die Pfeife ist etwas, was sich bei uns derzeitig positiv entwickelt. Das ist dann vielleicht auch so das Ergebnis von einer Marktverengung, dass dann eine Nachfrage ist, aber sie nicht bedient werden kann. Klar, auch wir haben inzwischen den Umstand, das Problem, dass wir der Nachfrage gar nicht mehr Herr werden können. Wenn unsere Pfeifenproduzenten mehr Gruyère-Holzkanteln hätten ernten können während der Pandemiezeit, dann wäre das Holz heute schon abgelagert. Man könnte wieder neue Pfeifen produzieren oder man hätte noch einen Bestand an Holz vorhanden, aber das ist leider derzeit nicht der Fall. Aber auch dort, auch diese Warengruppen verkaufen sich weiterhin gut und diese Warengruppen sind bei aller Innovation auch nicht kaputt, nicht tot zu kriegen. Werden immer wichtig für uns sein, ja. Genau. Insofern fand ich es auch gut, dass ihr irgendwann zwischendurch mal so ein Einsteigersatz angeboten habt. Also für den Pfeifenrohr, für den neuen Pfeifenrohr, für die nachwachsen. Das sind ja auch Innovationen, um Produktgruppen weiter am Leben zu halten. Ihr seid aktiv, ihr seid am Leben. Also das war mehr als ein Produktinformationsgespräch rund um die Messe. Es war ein richtig schöner Smalltalk unter Menschen, die sich verstehen, die auch die Produktwelten verstehen. Ich kann euch herzlich Dank sagen, dass ihr uns darüber informiert habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Erfolg mit allem, was ihr vorhabt. Kommt gut über die nächsten Monate, schreibt richtig fette Geschäftsbücher und bleibt fit und gesund. Prima. Dankeschön. Du und deine Zuschauer natürlich auch, Peter. Bleibt gesund. Bis bald. Ade. Okay. Ade. Ciao. 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 Okay.